bei Entfernung von ca. 50 Metern. Er sinkt zusammen, setzt sich auf den Boden, legt die Waffe zunächst weg, nimmt sie dann aber wieder auf, als Polizeibeamte auf ihn zu kommen, nachdem er in die Beine getroffen wurde. Er hat also zwei Steckschüsse im Sprunggelenk des linken Beines und in die rechte Wade bekommen. Steckschüsse. Meine Damen und Herren, Notfallchirurgen haben mir gesagt, mit einer 9mm Patrone in beiden Beinen und dann noch im Sprunggelenk, das Knochen zerstört, haben sie wahrscheinlich gar keine Chance mehr, überhaupt aufzustehen. Geschweige denn zu rennen. Wenn dann vielleicht ein Humpel. Hier wird uns erzählt, Tim K. liegt schwer verletzt auf dem Boden, nimmt die Waffe auf, nachdem die Polizei kommt, rennt dann, wie auch immer, in einem Zickzack, wie auch immer, so schnell den gesunden Polizeibeamten davon, dass sie ihn erst mal nicht mehr treffen und zweitens ihm nicht mehr nachkommen. Glaubt sie das? Ich glaube es nicht. Das ist ein Märchen. Was ist das für eine Geschichte? Ist es Superman oder was? Unglaublich. Notfallchirurgen haben sich die Hände über den Kopf zusammengeschlossen, geschlagen, die mir von dieser Geschichte erzählt haben. Es gibt ein Video, das anscheinend gedreht worden ist von einem Mitarbeiter von Aluminium Ritter, ist auch ausgestrahlt worden als erstes bei RTL damals, ging um die ganze Welt, ist zum Teil noch im Netz zu sehen, teilweise ist es auch ausgelöscht worden, habe ich gesehen bei meinen Recherchen. Und das zeigt einen Tim K., der wie zufällig eine Hand hebt, da an den Autos vorbeiläuft, er zeigt, er erwidert nicht das Feuer, obwohl Schüsse zu hören sind. Er geht auch nicht in Deckung, er präsentiert sich eigentlich den Schützen. Dann fallen zwei Schüsse, er sagt tatsächlich in einer Spiralbewegung zu Boden. Und das ist der Moment, wo die Polizeibeamten ihn in die Beine geschossen haben. Und dann kommt ein Schnitt. Und dann sehen wir ihn nachher nur noch tot auf dem Asphalt liegen. Ich hatte dazu zwei Fragen. Erstens, warum fragt keiner, wer das Video geschnitten hat? Wer hat es gemacht? Wer hat die entscheidende Szene, die belegen kann, dass es ein Selbstmord war, geschnitten? Wer? Es ist doch der beste Beweis und der beste Beleg. Wer hat es geschnitten? Ja, keiner verfragt es. Aber ich hinterfrage es. Wer hat dieses Video geschnitten? Aber eklatant wichtig ist, dass dieses Video, das uns als reales Video ja auch verkauft wurde der Öffentlichkeit, auch über die Medien, dass dieses Video nicht mehr zur zweiten Version der Staatsanwaltschaft passt. Es passt zur ersten Version. Die erste Version, ich erinnere daran, sagt, Tim K., Feuergefecht, wird getroffen an den Beinen, erschießt sich. Die zweite Version der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbehörden sagt, nachdem er getroffen wurde, steht er nochmal auf, geht ins Autohaus, erschießt dort zwei Menschen, geht dann wieder raus und setzt sich erst dann den finalen Schuss. Das heißt, wir haben ein Video, das mit der ersten Version der Staatsanwaltschaft zusammenstimmt, aber mit der zweiten nicht. Ja, was stimmt denn nun? Ist dieses Video gefaked? Ja, von wem und wie und weshalb? Oder stimmt auch die zweite Version der Staatsanwaltschaft nicht? Oder stimmt die erste, zu dem das Video gedreht wurde? Oder was? Keiner hinterfragt es. Es sind Dinge, die kann jeder sehen. Schauen Sie sich das an. Dieses Video stimmt mit den offiziellen zweiten Ermittlungsergebnissen nicht. Das ist fatal. Wenn ich jetzt Verschwörer wäre, würde ich sagen, alles inszeniert. Ich bin es aber nicht. Ich frage, wer ist für diese Panne, für diesen Skandal verantwortlich? Aber es geht noch weiter. Es wird, ich habe es in meinem Buch genannt, das Märchen von einem Schuhspitzenkick verbreitet. Und zwar ist es so, dass Polizeioberkommissar Otto W., laut Focus, der sich auf die endgültigen Ermittlungsberichte beruft, einen Schritt auf den Liegenden zumacht und kickt mit der Schuhspitze die Waffe weg. Tim K. liegt auf dem Boden, hat anscheinend die Hand auf der Brust mit der Waffe und der Kommissar kommt und kickt ihm die Waffe weg. Ich bin selber Kampfsportler, das geht gar nicht. Außer es ist in Bruce Lee in einem Film. Es geht nicht. Wenn die Waffe in der Hand ist und ich kicke sie weg, das geht so nicht, dass dann die Waffe da irgendwie wegfliegt und keiner, das geht so nicht. Ich habe das einem Ermittler gesagt, der vor Ort war. Er hat mir dann gesagt, woher haben Sie denn diese Geschichte? Ja, da habe ich gesagt, von Ihrem Chef. Das ist also, ja reichlich konstruiert. Dann sage ich, ja, reichlich konstruiert. Dann haben wir, auch das wird von keinem hinterfragt, zwei Liegepositionen der Leiche. Auf Fotos, können Sie nachschauen,
und auf Videos ist Tim Kretschmer zu sehen, wie er gekreuzigt fast, gespreizte Arme, gespreizte Beine auf dem Asphalt liegt. Tot, wird uns gesagt. Die Kriminaltechnik hat aber andere Fotos veröffentlicht in den großen Medien. Da sieht die Leiche ganz anders aus. Geschlossene Beine, anliegende Arme. Es gibt also zwei Liegepositionen der Leiche. Ich frage mich, wie kommt das zustande? Hat hier ein Notarzt diese verschiedenen Leichenlagen zustande gebracht oder eben nicht? Aber wie kommt es zu einer verschiedenen Leichenlage? Normal darf die Leiche an so einem Tatort nicht irgendwie wahllos bewegt werden von irgendjemandem. Hat es jemand manipuliert oder eben nicht? Ein weiteres Rätsel, auf das ich keine Antwort gefunden habe, obwohl ich gefragt habe. Das nächste ist, es sind Fotos veröffentlicht worden, bei denen man Tim K. sieht mit einer blutenden Kopfwunde und Fotos, da gibt es dieses Blut nicht. Ja, was haben wir nun? Hat er diesen geblutet oder hat er nicht geblutet? Fakt scheint zu sein, mit einem aufgesetzten Nachschuss in die Stirn gibt es natürlich äußere Verletzungen. Gibt es Stern- oder schmetterlingsförmige Hautaufreißungen, es gibt eine Stanzmarke vom Lauf, es gibt einen Schmauchring, es gibt auch an der Schusshand Verletzungen und Gewebeproben, die zu sehen sein müssten.